Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Pokémon Purpur. Ich wollte mich vor das Gemeindehaus stellen und da habe ich eine Sequenz getriggert, dass die hier jetzt rangekommen sind. Das ist eine 5-Sekunden-Sequenz, die ich jetzt einmal ganz kurz zeige. Ja, und hier stehen wir jetzt halt, ne? Ich wollte euch eigentlich erst die Pokédex-Einträge vorlesen, aber ich habe offenbar aus Versehen was getriggert. Ich sage aus Versehen, weil es nicht in meiner Absicht war. Okay. Ach, damit wir unter uns sind. Okay. Okay, wir werden es berücksichtigen. Oh, mein Lieblingsort, die Toiletten. Danke für die Gastfreundschaft. Ich werde es versuchen. Yay, kannst gar nicht abwarten. Okay. Ich werde es versuchen. Okay, Leute, bevor ich jetzt hier aber weitermache, gibt es jetzt erstmal die Pokédex-Einträge. Wenn ihr die überspringen wollt, dann hier über mir ist ein Timecode. Da könnt ihr hinspringen. Und wir legen jetzt direkt mit den Pokédex-Einträgen los. So, als erstes habe ich hier Dummi Miesel für euch, das Erdschlangen-Pokémon. Die Zwei-Segment-Form. Es gibt auch noch eine Drei-Segment-Form, aber die ist schwer zu bekommen. Es vertreibt Feinde aus seinem Nest, indem es große Mengen Luft in seine lange, schmale Lunge saugt und eine mächtige Druckwelle auslöst. Als nächstes Schlickdri, das Meeraal-Pokémon. Schlickdri ist eine Art Fisch-Pokémon. Einst wurde es für eine Regionalform von Ligdri gehalten. Dann als nächstes Bassasquill, das Kühnheits-Pokémon. Ein tapferer Krieger der Lüfte, der für seine Kameraden ohne Rücksicht auf eigene Verletzungen immer weiter kämpft. Und zu guter Letzt Eisenkrieger, das Paradox-Pokémon. Möglicherweise handelt es sich hierbei um ein Objekt, das in einem gewissen Expeditionsbericht unter dem Namen Eisenkrieger erwähnt wurde. So, jetzt ist direkt wieder Drim für euch dran, die Pokédex-Einträge vorzulesen. Jetzt viel Spaß mit Drims Einträgen. Na Leute, wie geht's euch? Wir haben jetzt erstmal wieder zwei Paradox-Pokémon im Anmarsch. Hier haben wir zuerst Eisendorn. Einige seiner Merkmale decken sich mit einem Objekt, das in einem gewissen Expeditionsbericht als Eisendorn dokumentiert wurde. So, und als nächstes Paradox-Pokémon, Eisenfalter. Da es noch nie gefangen wurde, ist die Datenlage dürftig. Seine Merkmale decken sich mit einem Objekt, das in einer alten Schrift erwähnt wurde. Als nächstes haben wir Karmorub, das Ausbruch-Pokémon. Wenn es wütend wird, speit es aus den Höckern auf seinem Rücken glühend heiße Lava. Es lebt in den Kratern von Vulkanen. Und zu guter Letzt Monte Carlo, das Kohle-Pokémon.
Verärgert man dieses sanftmütige Pokémon, wird es rasend und stürzt sich mit seinem 1500 Grad Celsius heißen Körper auf Gegner, um sie zu verbrennen. So, Noah, du kleiner Igel, jetzt bist du dran. Okay, dann bin ich wohl dran. Das hier ist Pampros, das Zugpferd-Pokémon. Durch Schlamm werden seine Beine härter als Stein. Mit einem einzigen Tritt kann es selbst große Lastwagen verschrotten. Als nächstes Mortipod, das schwarze Pokémon. Es kriecht in Teekannen und ergießt sich über nicht ausgetrunkenen Schwarztee, um sich zu vermehren. Igitt, wie eklig. Oh, wie süß, eine Giraffe. Das ist Farigira, das Langhals-Pokémon. Während es seinen langen Hals umherschwingt und damit Stöße austeilt, wird sein Hauptkopf vom harten Schweifkopf geschützt. Und als letztes für heute Morche, das Matcha-Pokémon. Es sieht aus wie eine Regionalform von Fatalité, doch vor kurzem fand man heraus, dass zwischen den beiden Pokémon keine Verbindung besteht. Na dann, Shining, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Pokémon-Fangen.
Wann hätte er sich nicht wenigstens Mühe geben können? Entschuldigung, dass ich bis gerade nicht geredet hatte. Danke. Ich hatte nach den Pokédex-Einträgen vergessen, mein Mikrofon runterzuklappen. Weil für die Pokédex-Einträge mache ich mich immer stumm. Also ich habe vergessen, mich zu entmuten. Das tut mir leid. Klar, warum nicht? Ich werde es versuchen. Ah, okay, die Standorte sind markiert. Ich habe alles, was ich brauche. Oh, ein paar Äpfel, lecker. Ja, danke. Richtige Reihenfolge wäre mal gut. Beim vorherigen Teil des Spiels hat man nämlich null in der Reihenfolge gehabt. Und es war echt gemein. Ich fand das echt kacke, dass man keinerlei Info hatte, was die richtige Reihenfolge war. Bin ich ganz ehrlich. Oh, Miraido darf jetzt auch endlich aus dem Ball raus. Im Übrigen, ich hatte es nicht öffentlich ausgesprochen, aber hier fand ich es interessant, dass der Pokédex eigene Einträge Belohnungen hat. Also da fand ich mega cool, das wollte ich testen. Eventuell habe ich das rausgeschnitten, was ich da gesagt habe. Naja, was ich sagen wollte. So, sobald ich endlich die richtige Taste finde, einmal rauszoomen. Da? Ah, ist es wirklich nach Reihenfolge? Ich kann mich nicht in der Reihenfolge vertun, okay. Weil ich das sehe, sind ja aber hauptsächlich alte Pokémon. Ich hatte schon gehofft, dass mit dem DSC auch komplett neue Pokémon vielleicht dazukommen. Hier zum Beispiel nur wieder so ein Pixie. Und Pixie kenne ich schon. Und hatte ich auch schon. Ich fände es lustig, wenn sich so ein Knapfe in den Bäumen hier verstecken würde. Oder so dazwischen. Das fände ich lustig, weil das würde passen. Oh, Yonago-Bären kriege ich hier. Ich werde hier auf jeden Fall die Pokémon alle auch mal fangen. So ist es nicht, ne? Zum Beispiel das da. Guck mal, ich habe es angesprochen und da ist mein Knapfel. Ich habe es mal gefangen, weil mir von dem anderen Apfel-Entwicklungs-Pokémon tatsächlich das Pokémon fehlt. Weil das hat mir Kai nur geliehen für den Eintrag. Damit ich es nicht nochmal fangen musste. Aber jetzt habe ich es ja so. Weißt du, ich habe das nur so als Scherz gemeint, dass das Pokémon hier vielleicht rumläuft. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich da rumläuft. Da fand ich jetzt schon irgendwo geil. Warte mal, ich müsste eigentlich auch einmal eins der normalen Pokémon fertig machen. Allein schon, um zu gucken. Es galt übrigens, dass ich Käferbiss bekommen habe. Ob ich hier eventuell neue TMs herstellen kann. Warte mal, ich mach mal das Rettern da einfach fertig. Dann mache ich das Knuffenser fertig. Oder noch besser. Ich werfe einen Flottball. Und dann haben wir auch direkt einen neuen Eintrag.
Der Flottball funktioniert ab so einem Levelunterschied echt Wunder, ne? Tugschlag geht zwar auch immer, aber ja, da war ein Knopfhenser-Dinger. Also es gibt neue ITMs, die man sich hier herstellen kann. Knopfhenser, das Blumen-Pokémon. Es bohrt seine Füße tief in die Erde, um Wasser aufzunehmen. Wird es dabei angegriffen, kann es nicht fliehen. Oh, so ein armes Ding. Boah, das Apfelentwicklungs-Item kriegt man hier an der Stelle ja echt hinterhergeworfen. Ich sollte mir das Ding mal auf der Karte markieren. Also ich gucke, dass ich spätestens nach der nächsten Folge auf jeden Fall mal hier auch ein bisschen die Einträge sammle. Und ich will natürlich gucken, dass wir während des DLCs eventuell einmal wirklich über die ganze Karte hier einmal fahren. Die Pokémon-Kämpfe gegen die stinknormalen Trainer, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Weil alles, was die haben, kann ich in der Wildnis fangen und was XP angeht, ist es wesentlich effektiver, einfach Terror Raid zu machen. Deswegen interessieren mich die Pokémon-Kämpfe nicht. Muss ich mit dem Ding ein Selfie machen? Coolness, yeah! Ich glaube nicht, dass das Ding war, was ich eigentlich fotografieren sollte. Es sind irgendwelche Info-Dinger. Ich denke eher das Teil hier, ne? Das hier ist die erste Infotafel, ja. War immer vor langer Zeit, da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami. Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren just zu jener Zeit auch Boninu, Binesaru und Beatori zugegen. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Sind das Pokémon? Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf den Namen die drei Gefährten. Sorgsam bestattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehren Statuen. Die Gefährtenstatuen stehen übrigens auf dem Platz dort hinten, wenn du sie dir ansehen willst. Ja, danke. Ja, total. Ich glaube, dass das auch ein Pokémon ist. Das ist wahrscheinlich neue legendäre Pokémon, die man hier fangen kann. Halt wie die Unheils-Pokémon. Du hast kein Handy? Nice, ist ja wie mit den Arena-Leitern die Fotos. Geil. Jetzt auch mal? Trau dich! Hallo!
Es ist genau genommen Pokémon aus der Zukunft. Es ist sehr verfressen. Okay. Ja, es fragt sich, wo bleibt mein Sandwich? Ich verstehe dich schon, mein Pokémon. Wo findet das denn statt? Jetzt von Karte her gesehen. Okay, einfach in einer anderen Himmelsrichtung. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt aber für heute Schluss. Zu der anderen Tafel gehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!